Dieses Video hält wichtige Informationen zur täglichen Inbetriebnahme Ihres Aygo 2 für Sie bereit. Denken Sie daran, dass der Akku vollständig aufgeladen sein muss, bevor Sie Ihren Aygo 2 zum ersten Mal verwenden. Schließen Sie die Nasenbrille an den Sauerstoffauslass des Konzentrators an. Um Ihren Aygo 2 einzuschalten, halten Sie den Ein-Ausschalter gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Beim Start Ihres Aygo 2 ertönt ein akustisches Signal und alle Symbole auf dem Display-Bedienfeld leuchten kurz auf. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Das Symbol für niedrige Sauerstoffversorgung leuchtet so lange auf, bis der Sauerstoff im Normalbereich ist. Danach folgt das grüne Symbol für normale Sauerstoffversorgung. Positionieren Sie die Nasenbrille ordnungsgemäß mit den Nasenkanülen nach oben und führen Sie diese in die Nase ein. Führen Sie den Sauerstoffschlauch über die Ohren und positionieren Sie ihn vor dem Körper. Die Verschreibungseinstellung für Ihren Aygo 2 wird auf dem Hauptbedienfeld angezeigt. Diese Einstellungen werden von Ihrem Aygo 2-Anbieter festgelegt. Das Gerät verfügt über 5 Einstellungen. Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie auf das Plus- oder Minus-Symbol auf dem Hauptbildschirm, um die anzugebende Sauerstoffmenge zu erhöhen oder zu verringern. Bitte beachten Sie, dass eine höhere Einstellung die Akkulaufzeit verkürzt. Wenn Sie das Gerät ausschalten, bleibt die Sauerstoffeinstellung unverändert und kehrt zu dieser Einstellung zurück, wenn der Aygo 2 wieder eingeschaltet wird. Für weiterführende Informationen besuchen Sie die Website www.aygo2poc.com.